Hallöchen und herzlich willkommen bei Bombings Gaming. Und genau auf diesem Kanal hat immer etwas gefehlt und das ist heiße PvP-Action. Und die will ich euch hier diesmal geben und zwar mit Gwent, dem Witcher Card Game. Und hier geht es wirklich nur in diesem Let's Play um die Matches, also so Erklärungen und so, ne? Da verlinke ich euch mal was in der Beschreibung. Da habe ich ein Tutorial erstellt, wie man ein nördliche Königreiche Hingabedeck erstellt. Da könnt ihr ja mal gerne mal reingucken. Aber hier geht es um die heiße Match-Action und ich habe mich jetzt entschlossen, hier mit in den Fakten zu spielen. Ihr seht hier in dem Let's Play immer zwei Matches von einer Fraktion und in dieser Folge sind die Syndikat dran und mit meinem Entfachten-Deck. Ich mag dieses Entfachten-Deck einfach. Ich finde die Sprüche immer zu geil, die diese Entfachten-Marken machen. Die kommen halt geil rüber mit diesem durch Ablehnung der Buße gestehst du deine Schuld ein. Ich finde das irgendwie ziemlich nice. Zeit für eine Abrechnung! Der Gegner beginnt und gegen Nilfgaard. Ich spiele nicht gerne gegen Nilfgaard, muss ich ehrlich zugeben. Hab ich dieses komische... Den tanzenden Stern. Oh, da ist er schon. Ja, da kann ich zumindest ein Szenario wegmachen. So, die ist wichtig fürs Endgame. Der generiert nämlich diese entfachten Eiferreich. Wie gesagt, ich finde die echt nice. Geralt am Start. Der generiert auch nochmal. Den mal weg. Ich brauche noch eine ungesehene. Noch ein Geralt. Brauche ich nicht. Ungesehene. Ah, knapp daneben ist auch vorbei. Also können wir das Szenario auf jeden Fall in der ersten Runde nicht einsetzen. Mir entkommt keiner. Da ist unser erster Punkt. Von ihm natürlich gesetzt. Oh nö. Der hat hier die Anführerfähigkeit blockiert. Das ist natürlich sehr ätzend. Du Scheiße, Alter. Wir kriegen jetzt Kohle zusammen. Das ist ja ein Mist, ey. Naja, egal. Ich spiele erstmal den Priester aus. Müßiggang ist des bösen Werkzeug. Das war auch schon ganz also, die Sounds hier und was die Karten so sagen, ist teilweise echt nice in Gwent. Die ganze Zeit vor sich hin. Ich bin deine Augen, Herr. Ey, er legt meine Karte bei sich ab. Eine von uns. Den Geknechteten zu helfen ist unsere einzige Pflicht. So, dann spielen wir den gefallenen Ritter noch aus. Halt! Ich konfisziere diese Waren im Namen des Ordens! Jetzt haben wir noch 8 Karten. Das sind eher so Karten fürs Endgame. Alter, jetzt mit... Ich habe das Deck halt so eingerichtet auf die Anführerfähigkeit, ne? Dass die Horte halt weniger Münzen erfordern. Und ja, das wird jetzt hier sehr... Meine Pflicht, schwierig, die Nase dorthin zu stecken, wo sie nicht hingehört. Ich bräuchte eigentlich ihn hier mal. Mich greif nur an, aber halte mich nicht für einen einfachen Gegner. Ja, oder aber wenn ich mein Szenario ausspielen kann, dann komme ich halt auch auf 6. Also hebe ich mir das auf jeden Fall fürs Ende auf. Noch sind wir vorne. Er kann auch taktischen Vorteil einsetzen. Aber ein ganz cooles Deck. Ja, bis jetzt nur Karten von uns liegen. Nicht schlecht. Aber naja. Nur uns bringen diese wirklich was, denn wir generieren jetzt hier mal 3 und kriegen dann erstmal jede Menge Punkte. Ich hab doch noch mehr Münzen in deinem Beutel gehört. So, und danach werden wir wohl passen. Im Endgame kommt das dann auch, wenn ich ihn erstmal ausspiele und er mir den nicht gleich irgendwie wegmacht oder so, dann kommen diese ganzen geilen Sprüche, wenn er immer wieder einen Fachteneiferer generiert. Ich kenne die Wahrheit, du sollst sie nur zugeben. Ja, wir sind immer noch 9 in Front, er hat ja angefangen. Obwohl, ich könnte ihn natürlich auch nochmal ein bisschen ärgern. Die ist um 4 verbessert und die um 1. Komm, dann spielen wir nochmal den grässlichen Mutantenhund.
Ich hoffe, es war kein Fehler. Weil eben gerade hätte ich auf jeden Fall locker passen können. Also ich hätte genug Karten für die nächsten Runden gehabt und war in Front. Tötet die Herren! Schändet ihre Weiber! Naja gut, es hat sich im Prinzip jetzt an der Situation davor nichts geändert, aber ich habe halt eine relativ gute Karte verloren, die sie jetzt nicht mehr verbessert. Egal, wir passen jetzt. Schnappt euch Steine und fangt an zu werfen! Oh, der ist jetzt aber ein ziemlicher Horst, muss ich ehrlich zugeben. Das war jetzt unentschieden. Er hat 4 Karten, ich habe 6 Karten und er passt. Das heißt, er spielt jetzt 9 gegen 7 Karten. Wir haben auf jeden Fall unsere zweite Ungesehene bekommen. Das ist schon mal sehr gut. So, damit können wir generieren. Der macht wieder Punkte, wenn wir generieren. Das ist sehr gut. Damit können wir eine hohe Einheit wegmachen. Die verbessert sich. Mit Passiflora kriegen wir ja 6 Münzen. Die sollten wir direkt ausspielen. Naja, komm, ich darf noch 2 mal tauschen. Ich versuche mir mit ihm hier einen besseren Krieger ein. Ja. Sehr schön. Jetzt klappt auch mein Kombo, wenn ich ihn hinkriege. Er generiert immer einen, er verwandelt den dann. Das ist ein geiler Kombo. Aber um auch erstmal seine Karten zu checken, wir spielen erstmal Passiflora aus. Oh, sieht aus wie leichte Lektüre. Also wenn er jetzt nicht die Hyperkarten hatte, was von ihm echt eben blöd ist. Dunten! Ich bin nicht aus Nilfgaard. Naja, solange wie er keinen Verteidiger hat, kann ich den irgendwann mit Geralt wegmachen, weil der ich habe jetzt hier Verbesserungen mit Passiflora jede Menge und er geht halt immer mit. Soll uns erstmal egal sein. Mein edler Ritter, schlaf nur. Ich stehe eigentlich auch eher auf meine letzte Fähigkeit, dass ich 6 Münzen kriege, weil dann kann ich ihn endlich einsetzen. Weil er den nur generiert, wenn wir 4 gehortet haben. Ja komm, Alter, ey, es will nicht so schwer sein, die Karte hier mal einzusetzen, ey. Was geht's? Boah, Gassi, ey, wir wollen weit fertig werden, ey. Dann nimmt er mir die weg. Tätigkeit. Oh Mann, ey, dadurch hat er uns den gegeben. Der generiert uns jetzt wenigstens ein paar Münzen. Mal gut, dass er in den Nahkampf obwohl, nee, das wäre egal gewesen. Das könnten wir noch generieren. Das ist egal, dass du uns die verwegene Verführerin weggenommen hast. Wir spielen einfach eine neue. Das betrachte ich als Trinkgeld. So, da haben wir schon mal 6 Münzen zusammen. Ist das nicht geil? Na, ich bin von uns jetzt weg. Würde ich ja mal grob sagen, dann hauen wir den nochmal raus. Gib uns, was wir verlangen, und wir werden deinem Weib keine Ahnung. Dann machen wir den Endkombo bereit. Dann spielen wir erst ihn und dann ihn. Jetzt siehst du mich? Jetzt nicht. Der generiert jetzt noch 5-mal. Ne, dann muss er hier rein. 5 Unzen Fistech fehlen. Du verdienst weder Gnade noch Vergebung! Ich gebe das so geil. Wir haben Grummeln. Ist. Allesamt. Er spielt halt am liebsten mit unseren Karten. Wen glaubst du vor dir zu haben? Ich bin ein Graf, vermaledeit.
So, und das ist jetzt hier dieser geile Combo, Alter. Schöne ätherische Erscheinung hier. Da wandelt uns dann immer die Generierten um. Wir haben 7, brauchen ja nur 4 für das Horte. Da können wir eigentlich einer Schild geben. Zack. Durch Ablehnung der Buße gestehst du deine Schuld ein! Eins muss man ihm lassen, er spielt wenigstens keine Zeit haben. So. Dann spielen wir den erstmal aus, er verbessert sich auch nochmal um einen. Eines Tages möchte ich Ophir mit eigenen Augen sehen. Du! Ja, du! Hast du schon geopfert? Ich hoffe, es war jetzt kein Fehler. Wenn er jetzt einen Verteidiger gehabt hätte, wäre natürlich ätzend gewesen, aber mir hätte dann trotzdem noch gereicht, glaube ich. Mir fällt da ein Erlass ein. Tja, wollen wir ihn ein bisschen zappeln lassen? Na klar, ey, komm, wir lassen ihn ein bisschen bammeln. Und dann nehmen wir ihn schön mit Geralt im letzten Zug. Die 34er weg. So. Bam, weg bist du. Gut, ey, der hat echt dämlich gespielt. Hätte er doch lieber noch eine Karte ausgespielt, ey. Dann hätte er die Runde gewonnen, das wäre viel einfacher für ihn gewesen. Naja, egal. Das war unser erster Sieg. Zack. Gucken wir mal, was wir gleich im zweiten Game reißen können. So, wie gesagt, wir wollen hier Spiel-Action haben. Direkt wieder rein hier mit der Entfachte. Und da geht's auch schon los. So, mal einen Schluck Wasser trinken hier. Diese Bäume werden dein Grab zieren. Und es geht gegen Skoyatel. Wir fangen wieder nicht an. So, den haben wir schon mal fürs Endgame. 2 Ungesehene haben wir auch. Ja, den haben wir 2-mal. Oh, sehr schön. Passiflora gezogen. Warte mal, den haben wir auch 2-mal. Ne, Geralt, muss ja mal gucken, ey, ob er hier so ein Skoyatel-Verbesserungsdeck hat, ob ich den überhaupt brauche. Ne, er wird wahrscheinlich auf Vernossel gehen, wenn er Scharfschützenhinterhalt hat. Na, mal ein paar Münzen generieren. Oh, ich spiele hier, glaube ich, in der ersten Runde nur Karten, die ich nicht mehr weiterspielen will, aus. Hier, ich habe sowieso keine Verbrecherkarten. Spielen wir nochmal Spießzahn aus. Nö, nix bezahlen hier. Die Münzen will ich bunkern. Das. Haben die das geändert? Es waren noch immer 2 Münzen, oder nicht? Jetzt generiert er 3? So, was will ich hier noch nicht behalten? Na komm, ich läuter erstmal den. Nichts bringt Zungen zum Schweigen wie heiße Eisen. Ja, dann spiel ich vielleicht noch ihn hier aus, weil ich den auf jeden Fall nochmal im Deck hab. Der könnte auf jeden Fall mit Szenario spielen, dann müsste ich den Stern kriegen sollte, das wäre geil. Ja, komm. Den spielen wir noch. Gib uns, was wir verlangen, und wir werden deinem Weib kein Haar krümmen.
Dann ziehen wir wenigstens 3 neue Karten in der nächsten Runde. Manches ist einfach unverzeihlich. Ja, das soll mir reichen für die erste Runde. Geben wir ihm. Sehr schön, den bekommen. Dann können wir eigentlich ihn tauschen. Jetzt haben wir einen Geralt. Können wir eine hohe Einheit wegmachen? Jetzt die Frage, ey. 2 Geralts haben wir gerade. Ich nehme den nochmal weg. Das war ganz gut. Ihr Scheusale! Ich verfluche euch, Deine! So, erstmal Mützen generieren. Ja, ich glaube. Dann nehme ich die Gemeinde hier. Ein Elf entfernt seine Verkleidung, dann seine Ohren. Hoffe mal, dass er sich nicht unbedingt einen verschiebt, weil er denkt, die sind unwichtig. Und dann nehme ich ihn hier, der zerstört die dann und ist immun. Ja, Bluten ist gut. Das stört mich erstmal nicht. Ah, doch, verschoben. Ah, das ist natürlich ätzend. Aber ist egal, dann machen wir jetzt hier die Blutende weg. Auch wenn ich im Tal der Monster bin, fürchte ich kein Unglück. Na, spielt er noch eine Karte? Oder bleibt er, weil er 7 hat? Ja, passt. So, welche spielen wir jetzt noch aus? Wie gesagt, ich rechne damit, weil er den Scharfschützen hinterhält hat, dass er das Szenario der Scoia'tael hat. Also behalte ich den tanzenden Stern und spiele die Verführerin aus. Oh, sieht aus wie leichte Lektüre. So, meine zweite Runde eingesackt. Das ist eigentlich sehr gut. Ich glaube, mit den Karten kann ich leben. Wie gesagt, das ist die Frage, wer hat Scoia'tael, ob ich diesen Geralt brauche. Er könnte natürlich ein Harmonie-Deck haben, aber... Ach komm, ich nehme den Geralt mit. So, unsere ganzen Horte, die wir brauchen, haben wir voll. Komm, dann versuchen wir ihm erstmal eine gute Karte rauszulocken mit unserem grässlichen Mutantenhund. Ich glaube, ich spiele den gefallenen Ritter hinterher.
Oder aber, warte mal. Nee, wir nehmen erstmal Roderick de Wet. Wen glaubst du vor dir zu haben? Ich bin ein Graf, vermaledeit. Nein, macht uns leider weg. Aber wir haben jetzt 6 Münzen. Hier brauchen wir eine Horte 2. Und da auch. Obwohl, noch hat er nicht angeschlagen. Ach komm, ihr gefallen den Ritter erstmal. Nee. Doch nochmal umentschieden. Szenario. Zählt meine Stimmung wie ein gutes Geheimnis. Mal gucken, ob er ein Artefakt zerstören kann. Ja, jetzt holt er Naturbronzekarte aus dem Friedhof. Aber er fügt zum Glück nur ihr Schaden zu. Soll mir quasi egal sein. Spielen wir die nächste Runde. Passiflora Kirschen bekommen. Und haben die selbst noch einmal auf der Hand. Ey, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also wenn er seine Taktik auf sein Szenario ausgelegt hat, dann ist er am Arsch, weil das mache ich ihm weg. Semmelien, wart! Na, ist sie wieder weg. Zack, legen wir wieder nach. Ist einer dieser Diamanten vielleicht für mich? Da ist sein Szenario. Jetzt guckt er wahrscheinlich erstmal dumm aus der Wäsche gleich. Dein Tod naht, Deine! Klein bisschen warten, um es spannender zu machen und weg damit. So, läutern. Wen läutert er wohl? Für Jorvet! Nur Schild weg, der Sack. Da schlagen wir unseren Leutern vom Herz aus. Du! Ja, du! Hast du schon geopfert? Illyren weist uns den Weg. Für das Gänseblümchen des Tals. Dann kommt jetzt Vernossel. Nicht? Achso, die muss aus dem Deck wahrscheinlich holen. Auch nicht. Koexistenz. Keine Spur. Ins Meer mit euch Menschen! Na, das ist ganz schön eng, wie dort liegt. Ach, Gebühr 4? Ui, das ist übel. Nee, dann nicht. Der da! Er ehrt das Feuer nicht! Setz sie oben rein, Mann. Los, Schade. Kommt! Wer will als Wenn Erster? Ich kann mir wegnehmen. Einen. Und da zwei, also drei. Und hier dann. Ja, auch nur 4 wahrscheinlich. Was ist aus uns geworden? Ich hoffe mal, er hat kein Geralt, ey. Du verdienst weder Gnade noch Vergebung! Wenn er Geralt hat, habe ich verloren. So, jetzt wie war es hier? 2, 3, 4. Und hier war das auch. Ne, war es nur 3. Ich hasse Portale.
Tja, müssen wir ein bisschen beten. Das hat leider nicht gereicht. Ich wusste es irgendwie, dass ich diesen Geralt hätte noch tauschen sollen. Aber naja, was soll's, ey. Haben wir einmal gewonnen, einmal verloren. Naja, so ist es manchmal. So, hoffe ich, euch hat die erste Folge gefallen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr unten in den Kommentaren voten, welche Fraktion ihr als nächstes sehen wollt. Und ansonsten, wenn keiner votet, dann suche ich mir halt eine aus. Und bis zum nächsten Mal und ciao.